Nächste Rednerin ist Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Bürger. Ja, der Bericht des Arbeitsinspektorates über die Tätigkeit in den Jahren 2015, 2016 zeigt den enormen Stellenwert dieser Institution. Für auf der einen Seite die Implementierung, aber auf der anderen Seite auch die Einhaltung wesentlicher Arbeitnehmerinnen-Schutzbestimmungen. Demnach wurden im Rahmen des letzten Jahres, also der letzten Jahre 2015, 2016, jährlich rund 70.000 Arbeitsstätten kontrolliert und über 380.000 Arbeitstage von Berufslenkerinnen überprüft. Ja, knapp in der Hälfte dieser Fälle wurden Übertretungen festgestellt, wie bereits ausgeführt worden ist. Keine Bestrafungen, sondern lediglich Übertretungen festgestellt. Die Arbeitsinspektion ist aber nicht dazu da, jeden kleinen Verstoß zu sanktionieren oder abzukassieren, sondern ganz im Gegenteil, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Betrieben und die Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Beratung statt Bestrafung und bei der Einhaltung der Norm dementsprechend auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, gestraft wird nur dann, wenn es zu schwerwiegenden Vorwürfen kommt. Und deshalb habe ich die Darstellungen von Kollegen Schellhorn dermaßen übertrieben empfunden, denn 1.800 Fälle, die im Jahr 2015 nur bestraft worden sind, von rund 450.000 kontrollierten Fällen, sind 0,4%. Somit Beratung statt Bestrafung, das Arbeitsinspektorat knechtet keine Betriebe, sondern schaut nur, dass die Arbeitnehmerschutzstandards dementsprechend auch wirklich eingehalten werden. Deshalb die offensichtlich modern gewordene Kritik deshalb an dieser Regulierungsflut, wie sie genannt wird, im Arbeitsbereich, ist deshalb meiner Meinung nach entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere dann, wenn es nicht nur vom Regierungsblock kommt, sondern auch noch mit Unterstützung neoliberaler pinker Schützenhilfe und auch teilweise im Plan A auch durchschimmert. Kritik am Arbeitsinspektoraten ist ja auch im Wahlkampf ein heißes Thema gewesen. Eines ist klar. Wenn es um das Ziel geht, Menschen ein Berufsleben zu ermöglichen, das sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen und ohne Spätfolgen ermöglichen und durchleben können. Und Frau Ministerin, wenn Sie sagen, so gesund wie Sie morgens in die Arbeit gehen, sollen Sie abends auch wieder nach Hause kommen, ja, dann braucht es dementsprechende klare Regelwerke und dann braucht es dementsprechende Einrichtungen wie das Arbeitsinspektorat, das nicht nur Papiertiger ist, sondern auch dementsprechend auch schlussendlich sanktionieren kann, wenn es zu Übertretungen kommt. Ja, das ist uns im Prinzip hierinnen ja auch allen klar und das dürfte nicht einmal auf Seite dieser Regierung irgendwie in Frage gestellt werden, dass wir zum Beispiel Alkoholkontrollen im Straßenverkehr abschaffen würden oder unter dem Titel des Bürokratieabbaus vielleicht sogar Geschwindigkeitsbeschränkungen völlig abschaffen. Nein, weil wir schlussendlich wirklich selbst darunter leiden würden, weil wir Teilnehmer im Straßenverkehr sind und, und. Geht es aber um Arbeitsmarktpolitik, dann schaut die Sache wieder ganz anders aus. Dann reden wir darüber, wie es auch im Koalitionspakt drinnen steht, und wie sich die Regierung vorgenommen hat, ich zitiere das, die Durchforstung der Arbeitnehmerinnen-Schutzbestimmungen im Hinblick auf ihre Sinnhaftigkeit. Also wenn ihr das lest, dann kommt es eher einem angedachten und geplanten Kahlschlag gleich, dessen Spätfolgen dann natürlich die nächste Regierung wieder aufräumen kann, was man auch als schwarz-blaue Tradition sehen kann. Aber diese Maßnahmen, die man sich hier vornimmt, ist eher als Drohung zu verstehen, als Unterstützung. Ja, bevor sie sich deshalb, liebe ÖVP, liebe FPÖ, hier dazu entscheiden und Gedanken machen, wie man die Institution des Arbeitsinspektorates und deren Befugnisse beschränken kann, würde ich Ihnen raten, sich einmal Gedanken darüber zu machen, was ebenfalls im Ausschuss diskutiert worden ist, nämlich ein Anstieg der Berufserkrankungen von über 10% in den letzten Jahren. Und hier dann gleichzeitig noch davon zu reden, wie wir es heute ebenfalls noch auf der Tagesordnung haben werden, Maßnahmen wie zum Beispiel die Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages oder die Streichung des Nichtraucherschutzes in der Gastronomie. Staatssekretär Fuchs hat erwähnt, 490.000 Arbeitsplätze in der Gastronomie, in der Hotellerie, allesamt betroffen von einer Aufhebung des Nichtraucherschutzes. Das heißt, wir reden hier von einer Situation, wo wir 10% Berufserkrankungen, einen Anstieg an den Berufserkrankungen haben und Sie denken noch weiter darüber nach, wie man diese Gruppe weiter belasten kann. Ja, wenn Sie darauf Wert legen, ordentliche Politik zu machen, werden wir Ihnen gerne helfen. Voraussetzung dafür wäre aber, dass man in den Ausschüssen einmal eine Arbeit zulässt und nicht wie im letzten Ausschuss für Arbeit und Soziales 100% aller Anträge ins Nirvana vertagt. Vielen Dank.
Zu Wort ist nun der Herr Abgeordnete. Sagt Daniela Holzinger-Vogtnober von der Liste Pilz.